Weil dit ist es. Also, wenn dit nicht ist, na, dann weiß ich auch nicht, was das ist. So, jetzt muss ich erstmal wieder hier. Was machst du hier schon wie auf meiner Terrasse? Mütze auf. Was? Geht das schon los? So. So, Leute. Willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Enrico, Jens. Wir? Jens und Enrico. Jetzt ist schon ganz aufgeregt. Ich bin richtig aufgeregt. So, wir haben jetzt was hoffentlich sehr Feines, und zwar Geht schon los mit dem Versprecher. Klostergold hell. Klosterbräu. Ja. Ein schönes, nach Originalrezeptur und unter klösterlicher Aufsicht bei der Tucher Privatbrauerei eingebraut. Schon wieder Tucher. Tucher. Was ist das hier? Pilsner. Vielanker. Ja. Das gab es das letzte Mal. Vielanker. Ach ja, stimmt, das gab es das letzte Mal. Ja. Guckt euch mal das Video an. Könnt ihr euch mal rinsehen. Wir freuen uns immer auf jeden Like und jeden Kommentar. Jetzt haben wir hier ein helles. Ein helles, schnelles. 5,4%? Ui, schon stark, doch. Gebraut für einen Moment der Ruhe. Das Klostergold Hell ist ein vollmundiges, helles Vollbier mit einem ausgeprägten klösterlichen Charakter. Hergestellt und abgefüllt für die Klosterbiervertriebs GmbH Scheiern. Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hopfen. Also die halten sich sehr bedeckt. Also wer sich so bedeckt hält, der muss mit dem Geschmack punkten. Aussehen ist wohl nicht schlecht. Ist geil. Also wirklich, hätte das Ding jetzt noch diesen schönen Verschluss, ne? Dann wäre das ja top, volle Punktzahl. Aber so... Wer ist denn mit seiner Simme schon wieder? Ey, was macht denn der, Junge? Der fährt hier nur im Kreis. Ja. Jeden Tag ist der hier. Ja. So. Prognose? Ich sag Gold. Was soll's? Ich sag Silber. Gut. Gold. Aber ey, wirklich, ohne Scheiß. Auspacken oder wegpacken? Ja, auf jeden Fall auspacken. Maximal gibt es 4 Punkte. Optik der Flasche bewerten wir jetzt. Die ist schön, die ist top. Mir fehlt halt bloß wirklich noch so ein bisschen so Eingravier oder halt diesen Schnellverschluss quasi. Ne? Ja, beides. Also 2 oder 3 Punkte. Also ich würde den schon 3 geben. Ja, ausnahmsweise. So. Und jetzt? Augensucht oder Augenflucht? Eben mal öffnen. Du kannst ja auch mal die KKP nehmen. Da gibt es übrigens auch ein Video zu. Könnt ihr euch mal rinzehren? Die kluge Katrin? Wie rost hier? Was ist denn? Du musst auch abdrücken. Hä? Hast du nicht gespannt, wa? Ich hab natürlich nicht gespannt. Nein, nee, immer mit Profis arbeiten, ey. Jawohl, das war gut. So. Oh, ich bin aufgeregt. So, na dann. Bin ja mal gespannt, also steht ja nicht drauf, ne? Wie was? Ich kipp mal was ein. Mann, ey, Alter. Jawohl. Also das ist ja schon... Ja. Also ich würde sagen, volle Punktzahl. Naja. Ja? Ja? 3 oder 4 Punkte. Also ich würde sehen, 4 Punkte. Du hast diese schöne, goldene, klare Farbe. Mal du hast den jetzt, schönen Schaum. Doch, ist doch so. Du hast die Kohlensäure. Du hast die hässliche Flasche schon so gut bewertet. Ja, entschuldige mal bitte. Na, dann müssen wir jetzt die 3 geben. Na, ey, wir können jetzt nicht 4 geben. Wir müssen doch jetzt mal ehrlich sein. Guck doch mal den Schaum, der ist top. Dann nehme ich aber ich würde sogar meine Nase darin hauen, um den nur durchzuziehen durch die Nase. Mann, eher 4. Ich meine, wenn es jetzt vom Geschmack her abstinkt, na, dann ist es so. Prost, Leute. Wir grüßen die Mönche. Kennst du Mönch? Hm? Warten. Bruder Tack. Prost. Prost.
Oder die Missionare. Terence Hill und Bud Spencer. Ach komm, hör auf. Ja, es hört wie Wasser, ne? Oder? Nicht? Trink das mal aus dem Glas. Das ist ein ganz anderer Geschmack. Was schmeckst du denn da? Warte, ist doch wässrig, oder? Ja. Ich find's mega wässrig. Schade. Das hat noch weniger Geschmack als Warsteiner. Ah, das würde ich bezweifeln jetzt. Das geht hier wieder zu weit, oder? Ja, das ist doch kein Goldbier, oder? Kriegst du? Nee, das ist kein Goldbier. Ach ja, seit 1119 wird das gebraut. Acht Punkte gegeben. Ah, ich würde auf 9 gehen. Es hat trotzdem Geschmack, ist mild. Hat ein bisschen Säure, hat die Würze drin. Ganz minimal. Würze, weiß ich nicht, wo da Würze ist. Doch, das schmecke ich. Ja, du mal, schmeckst. Vielleicht ist ja die Würze in der Flasche geblieben und ist nicht in dein Glas gekommen. Ja, kann sein. Ja. Aber schade. Wirklich schade. Ich dachte, da kommt mehr Bums hinter. Ne? Special Points. Na, ist von 1119. Ja, ist okay. Auf jeden Fall ein Punkt. Ja. Was sagst du zum deutschen Reisegebot? Na, das ist da, ne? Ist das da? Sieht nicht. Hopfen, Malz und Wasser. Gerstenmalz, Wasser, Hopfen, ja. Gerste auch? Ja, ja. Und Hopfen? Ja. Wasser? Hm? Und Malz auch, ja? Hm? Na denn. Also das riecht besser, als es schmeckt. Na? Obwohl. Nee. Eigentlich schmeckt es genauso, wie es riecht. Eigentlich. Aber das ist nicht schlecht, ne? Es ist in Ordnung. Das schmeckt besser, als es riecht. Es hat nicht so den Charakter an sich, aber es ist ein gutes Bier. Man kann es trinken, ja. Es wäre bestimmt, also vom Fass her, wird noch ein bisschen was. Gibt's doch ja nicht. Was ist denn da los? Ja, mit der Sinne schon wieder. Ey, den sehe. Ey, den bewerfe ich demnächst mit Tomaten, wenn der so weitergeht. Der Langeweile? Kann nicht auf den Flugplatz hat der Langeweile. Oder so. Vor allem gerade hier die 30er-Strecke. Naja, da erinnert mich das an der gesagt hat, dem ist vorne das Licht kaputt gegangen, deshalb hat er sich dann so ein Teelicht drin gebastelt. Ja, ja, und, ist klar. Hast du noch einen Witz? Mhm. Okay. Halt wahrer. Außenleben. So. Mhm. Frontlicht war kaputt vom Fahrrad und hat er sich ein Teelicht reingebaut, hat er gesagt, einwandfrei. Fahrtwind, kein Problem. Ja. Ja, doch, das leuchtet sogar besser wie sein altes Licht. Ja, gar kein Problem. Teelicht. Dann gibt es halt noch ein paar Fakten von Jensi. Bier als Medizin. Im Mittelalter wurde Bier oft als Heilmittel verschrieben. Da es als sicherer galt, ach, das hatten wir schon. Ja, ich wollte dich bloß ausreden lassen. Der größte Bierproduzent, was denkst du, weltweit? Anheuser-Busch. Weltweit? Land? Warte mal, was geht ums Land? Land, ja. Welches Land produziert am meisten Bier? Gut, dann wird es nicht Deutschland sein. Das, Alter, Tschechien. China. Was? Ist der weltweit größte Bierproduzent und Konsument. Immer Bier China. Deutschland oft als die Biernation schlechthin gilt. Hm. Das schmeckt doch am besten. Jetzt was für dich. Bier und Kalorien. Ein durchschnittlicher halber Liter Bier
enthält etwa 200 bis 250 Kalorien. Na, Alter, das ist gelogen. 200 gehe ich mit. Der Begriff Bierbauch kommt nicht von ungefähr. Naja. Wisst ihr, 6 Bier ist auch ein Schnitzel. Bier trinken bei den Römern, Herr Wigner. Das ist der Weser. Während Wein das bevorzugte Getränk der Römer war, tranken die Germanen und Kelten lieber Bier. Die Römer betrachteten Bier als ein barbarisches Getränk. Mhm. Na, sind wir jetzt nicht mehr die Testoleros, sondern wir sind die Barboleros. Die Baboleros. Ich dachte, die Keltoleros. Ach so, oder die Gallioleros, die Gallioneros. Nein, das sind ja Franzosen. Galleros? Gallia. Na, doch, bestimmt. Aber war. Preußoroleros. Die. Gut. Gibt's eine Uwe? Nee. Das bezweifle ich. Wegkippen? Nö. Auf jeden Fall. Ah, das ist ein gutes Bier. Da würde ich jetzt nicht eine Kiste von holen, aber ja, ist gut. Wenn es das gibt, dann würde ich das nicht. Würde ich nicht Nein sagen. Aber ich weiß, wo dass es bessere Helle gibt. Von meinem Geschmack her. Zum Beispiel? Menschshof Hell zum Beispiel. Haben wir schon mal ein Video zu gemacht, könnt ihr euch jetzt anklicken, ja. Hier ist verlinkt. Bei Reuter Hell. Das letzte Helle, was wir getrunken haben. Fällt mir jetzt nicht der Name ein. Kommt noch. Ja. Wollen wir nicht spoilern. 21 Punkte. Silber. Silber. Schon mit vorzüglichem Geschmack und recht anschaulichen, ansprechenden Aussehen. Jedoch bist du dir bewusst, dass es noch Luft nach oben gibt. Ja, das passt. Ein Gebräu für gute Kumpelze. Ja, würde ich so sagen. Kumpelze. Gut, Leute. Jetzt ist Feierabend. Sag mal, wir haben noch lange nicht Feierabend. Wir machen keinen Feierabend. Wir machen Feierabend, wenn wir fertig sind. Wenn wir fertig sind, ja. Und gucken, was der Barkeeper uns hier so gibt. Und dann seid ihr das nächste Mal wieder dabei. Wir freuen uns auch auf jeden Kommentar und jeden Like. Macht den Daumen nach oben Button kaputt. Mit dem Mausklick. Ach, das hört sich auch immer schön an. Ich schon, ja, keine Lust drauf, wenn ich das sehe. Gessner Original Festbier. Ach, Festbier, okay. Ja, Festbier hört sich immer gut an. Gut sein. Wir werden sehen. Also. Wir werden sehen, bleibt nicht stehen, trinken Bier für mindestens 4. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal hier. Um 4? Mal gucken. Nach 4, wa? Vielleicht kurz nach 4. Kurz nach 4 gibt es immer Bier. Genau. Haut rein, bleibt fein. Und wir sehen uns. Ciao, ciao. Was er sagt, hört auf ihn. Abonnieren. Ich komme hier nicht mehr raus. Feierabend. Das ist ja jetzt auch.